Auf geht's, die Ostwind und ich sind wieder unterwegs. Segeln, bis die Sonne nicht mehr untergeht, das war mein Plan in diesem Sommer. Nach meinem Norwegen-Turn im letzten Jahr wartet jetzt der Polarkreis auf uns und ich freue mich, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Gut, frei sind wir und habe mich jetzt spontan entschieden, ja rückwärts raus. Noch im Schutz des Hafens setze ich dann nur wenige Quadratmeter Vorsegel als Sturmbesegelung. Oh Mist, da ist einer gekentert und strandet gerade. Küstenwache habe ich gerade informiert und der hat irgendwie Probleme. Also ich sehe nur, dass es groß und die Genua unklar ist und er treibt da quer liegend im Wasser da Richtung Küste. Und ich habe jetzt hier die Küstenwache angefunkt und habe die gebeten, sie möchten das bitte mal prüfen und das machen sie auch, weil ich habe jetzt hier unter den Bedingungen Einhand auch keine Möglichkeit, denen zu helfen. Und mir war nur wichtig, dass es entsprechend bemerkt wurde, nicht, dass ich der Einzige bin, der das hier mitbekommen hat, aber die waren wohl schon informiert. Der Wind briest, als ich dann die Landabdeckung verlasse, auf Windstärke 8 mit Spitzen bei 40 Knoten auf. Uhr und das ist ein echter Schwerwetterturn hier. Also solche Wellen wie eben habe ich vorher noch nie auf der Ostsee gesehen und ich habe gut 10.000 Seemeilen auf der Ostsee bis jetzt gesehen. Ich bin vorsichtig mit den Schätzen der Höhe, aber ich meine, prognostiziert war Windstärke 8 und 4,5 Meter Welle und das wird wohl auch sein. Ich bin unterwegs mit ein Stück Genua und ja, es geht mit 4,5 Knoten und schneller geht nicht hier bei den frischen Wellen, weil ansonsten, wenn man das Tal dann da einschlägt mit dem Vorschiff, das muss nicht sein. 35 Seemeilen habe ich jetzt hinter mir, wobei ich aufkreuzen muss. Also ich war jetzt mal drüben fast wieder in den finnischen Schären und jetzt geht es wieder zurück Richtung Estland und ja, mal schauen. Also sieht auch für die nächsten Tage nicht so wirklich gut aus. Eher anspruchsvolles Segelwetter und vor allen Dingen der Wind immer auf die Nase. Also ich werde kreuzen müssen, aber gut. Ja, man kann ja nicht immer den perfekten Wind haben und jetzt müssen wir halt mit den Aufkreuzen hier zurechtkommen und mit den Bedingungen hier und mal durchgängig dann doch über einen längeren Zeitraum bei Windstärke 8 segeln. Kann man ja auch mal gemacht haben, weil ich meine, das übt alles und ein paar Sachen habe ich heute auch schon wieder gelernt. Zum Beispiel, dass es nicht reicht, Luken nur zu kontrollieren, ob sie zu sind, sondern man muss auch schauen, dass die Verschlüsse richtig verriegelt wurden. Das Thema hatte ich in der Vorschiffskabine eben. Da tropfte es also oben von der Luke, aber naja, kein Drama, wird schon wieder trocken werden. Und bei den Bedingungen jetzt hier schlafe ich sowieso im Salon, weil im Vorschiff, da geht es dann, glaube ich, 1,5 Meter hoch und runter beim Schlafen und das wird wohl nicht funktionieren. Und bei den Bedingungen hier wird ohnehin nicht viel an Schlaf zu denken sein.
kam wieder vor der Ladung gegen die Sprayhaut. Also ich filme auch nur noch unter der Sprayhaut und vermeide also sämtliche Gänge nach draußen, wenn es nicht sein muss, weil ich dann immer erst noch die Rettungsweste anziehe und wenn sie es vermeiden lässt, möchte ich jetzt mit dem Kurs hier so durchsegeln und morgen früh soll der Wind dann etwas nachlassen auf eine Windstärke 5. Und so geht es hinein in eine stürmische Nacht auf See. Ja, heute geht es richtig zur Sache hier. Windstärke 7, 21.30 Uhr, jetzt wird es dunkel und ich schaue mal, dass ich hier durch die Nacht weiterkomme und kreuze jetzt auf, also quasi immer zwischen der finnischen und estländischen Küste und schaue mal, dass ich ein Stück weiterkomme in Richtung Gotland dann und ja, mal sehen, wie sich das morgen dann entwickelt. Und ob ich die Nacht hier vielleicht doch mal ein paar Minuten die Augen zubekomme. Danach werde ich dann wohl entscheiden, wie es morgen weitergeht. Boah, meine Fresse. Ich sitze hier unter der Sprayhut und jetzt ist gerade wieder eine volle Ladung dagegen. Eben hat mich die Finnpipe angefunkt und mich nach meinen Absichten gefragt. Das ist also ein Tanker, 190 Meter lang und der ist hier im Tiefseefahrwasserweg der Ostsee unterwegs, den ich jetzt gleich wieder kreuze. Und der muss mich also schon länger getrackt haben und muss gesehen haben, dass ich hier hohle Schläge mache, also irgendwann den Kurs wechsle und hat sich deswegen schon im Vorfeld erkundigt. Also es ist nicht so, dass die Großschifffahrt da nicht auf das AIS der Freizeitschifffahrt achtet. Also zumindest nachts ist meine Erfahrung, wird das schon getan. Und ich denke auch, gerade bei so einem Wetter wie heute hier mit, naja, gemeldet 4,5 Meter Welle, da ist es so, ein Segelboot ist da schon verdammt schwer nachts auszumachen. Und da ist dann ein aktives AIS schon hilfreich. Und ich habe dann nachts hier auch noch meinen Radar entsprechend laufen, damit ich dann gegebenenfalls auch vielleicht mal einen Fischer sehe, der kein AIS anhat oder ein anderes Boot ohne AIS. Ja, jetzt habe ich erstmal eine halbe Tafel Schokolade gegessen, weil nach Kochen ist mir ja echt nicht unter diesen Bedingungen. Es macht keinen Spaß und jetzt versuche ich nochmal 20 Minuten zu schlafen. Zwischendurch war ich eben draußen Ausguck schauen und es ist natürlich jetzt fantastisch. Man sieht die Milchstraße und ich habe auch mehrere Sternschnuppen gesehen. Also auf dem Wasser, wo es richtig dunkel ist, sieht man das natürlich richtig gut. Guten Morgen, wir haben es jetzt um 9 und wie man sehen kann, der Sturm ist durch und wir haben jetzt nur noch Windstärke 3, leider auch immer noch aus Südwest und das heißt weiter aufkreuzen, aber ist ja schon mal deutlich erträglicher als bei Windstärke 7 und ja, ich werde jetzt mal so langsam anfangen, meine Sachen zu trocknen, hatte ja so ein kleines Missgeschick in der vorderen Kabine, da war die Luke zwar zugelehnt, aber nicht verriegelt und wenn die nicht verriegelt ist, ist sie nicht hundertprozentig dicht und so gab es halt ein leichtes Wasserbett vorne in der Vorschiffkajüte und jetzt werde ich mal den ganzen Kram trocknen. Ja, schön warm ist es jetzt hier, meine Herren. Ich habe nämlich gerade die Standheizung angemacht und da ist der Hintergrund, dass ich hier meine Bettwäsche trockne und das macht sich gut, weil die hat nämlich hier am Tisch unten das Gebläse und da bläst sie die warme Luft raus und es ist natürlich dann ideal, um hier die Bettwäsche zu trocknen.
Ja, wenn ich im Charter unterwegs bin, dann predige ich immer, prüft, ob die Luken zu sind, besonders im Vorschiff. Nicht, dass es ein Wasserbett gibt, aber wie man sieht, manches muss man anscheinend doch mal selbst ausprobieren, auch wenn man schon viele Jahre segelt, und ist halt keiner vor Fehlern gefeit. Ja, langweilig war die Nacht nicht bei Windstärke 7, also sie ist schnell vergangen. Und das hing sicherlich damit zusammen, dass man bei den Bedingungen sowieso kaum schlafen kann. Und dazu kommt, dass ich ja aufgekreuzt bin, jedes Mal durch das Hauptfahrwasser musste, um die Schenkellänge möglichst groß zu halten. Und das hieß natürlich auch dort den entsprechenden Verkehr im Auge beachten. Und bin auch mehrmals angefunkt worden und hat auch soweit alles gut funktioniert. Und im Moment mache ich gerade einen Holeschlag hier in Richtung Stockholm und hoffe dann, dass sich dann irgendwann der Wind dreht und ich dann Richtung Gotland weiterkomme. Aber mal sehen. Was gut ist, die Sonne scheint und ich habe jetzt noch meine dritte Solarzelle. Das ist hier so eine mobile noch mit angeschlossen und ja, da muss ich mir noch mal was überlegen. Also irgendwie noch mehr Solar wäre schön und ja, da gibt es dann wohl sehr wenig Möglichkeiten. Also geht dann wohl doch in Richtung Heckträger, aber da muss ich noch mal drüber nachdenken, weil einerseits ist es natürlich der Optik des Bootes nicht gerade zuträglich, aber andererseits, naja, Strom kann man immer an Bord gebrauchen und das ist ja so, gerade wenn man hier unterwegs ist, ich habe einen elektrischen Autopiloten an, dann ist der Plotter an, dann läuft das Radar und alles will Strom haben und der will auch erzeugt werden. Und ich habe zwar jetzt fürs Backup hinten mal so einen Generator, aber das ist auch nicht die optimale Lösung. Muss mal sehen, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Wer Ideen hat, kann mir ja mal was schreiben. Also Überlegungen würden so gehen. Ich weiß nicht, ob sich Wind lohnt oder Brennstoffzelle wäre sicherlich eine Möglichkeit oder Schleppgenerator, aber Schleppgenerator wäre wahrscheinlich jetzt unterwegs am effektivsten. Während ich weiter über die Stromerzeugung nachdenke, meldet sich mein Magen und so geht es in die Kombüse. Die Zeit vergeht, jetzt haben wir schon wieder Mittag und jetzt werde ich mir doch mal was zu essen machen, weil heute Nachmittag soll der Wind dann wieder Gas geben und da werde ich dann wohl nicht dazu kommen, was zu kochen. Außerdem, ich habe noch Nudeln, die sind von gestern früh und die müssen weg und die werde ich mir jetzt machen. Draußen an der Sonne, da schmeckt es doch gleich noch viel besser. Und ja, ich komme gut voran hier mit 5 Knoten am Wind, haben jetzt Windstärke 4 und sieht so aus, als ob er jetzt langsam wieder aufbrießt. Vor uns ist schon wieder so eine dunkle Schauerzelle und ich esse jetzt meine Nudeln und dann schauen wir mal, was der Tag heute noch so bringt. Auf jeden Fall hier draußen diese Weite des Meeres zu genießen, das ist immer wieder fantastisch und das macht wirklich Spaß. Inzwischen ist Mittag, habe jetzt noch mal eine halbe Stunde geschlafen. Hier sind überhaupt keine Schiffe in der Nähe im Moment. Und ja, positiv ist, die Bettdecke ist trocken und wir sind immer noch am Wind, aber der Wind hat jetzt gedreht und das passt jetzt doch schon ganz gut in Richtung Gotland und ich werde auf jeden Fall weiter segeln und mal schauen, wie weit ich da heute noch komme. Erstmal ist das Ziel jetzt Gotland. Und vom Wetter her, naja, es ist grau und grau, man sieht es ja. Und
Es ist auch so, dass immer mal wieder ein Regenschauer runterkommt. Was die Sache anstrengend macht, ist, dass mit jeder Schauerfront, die durchzieht, dreht der Wind irgendwo hin und man muss also ständig die Segel nachtrimmen, auch weil eben ziemliche Windsprünge dazwischen sind. Das geht dann mal von 10 Knoten mal plötzlich wieder auf 30 Knoten hoch. Und dann hat man eine ganze Weile 30 Knoten und plötzlich denkt man, jetzt hat einer einen Schalter umgelegt, das ist der Wind mit einem Schlag weg. Also ist schon interessant, was das Wetter so macht. Und eine ordentliche Welle steht, die baut sich ja jetzt hier längs über die ganze Ostsee auf und bei Amwind merkt man das natürlich. Ah ja, hatte ich jetzt glatt vergessen, das Etmal des ersten Tages waren jetzt 114 Seemeilen und unter den Bedingungen, also Windstärke 7 bis 8, ist das doch ein relativ guter Wert. Wie es halt so ist, das war natürlich nicht jetzt die direkte Strecke hierher, sondern das ist eben die auf der Kreuz zurückgelegte Strecke. Ich hole dann das aktuelle Wetter ein. Meine Entscheidung, den Rückweg über Schweden anzutreten, scheint richtig zu sein. Lettland, Polen und Litauen gefallen mir zwar auch sehr gut, hier bin ich ja 2018 die wunderschöne Küste entlang gesegelt, aber bei den jetzt dort vorhergesagten schweren Herbststürmen erscheint es mir sinnvoll, diesen Landstrich jetzt zu meiden. Jo, mein AIS hat gerade gedengelt und jetzt habe ich geschaut, da kommt ein Frachter genau auf mich zu. Den muss ich jetzt mal im Auge behalten, mal sehen, was der so treibt. Und ansonsten, da ist er wieder, mein AIS-Alarm. Ich sehe ihn schon, also er scheint nach Steuerbord einzudrehen. Der Frachter ist durch, da hinten ist er. Und ich werde jetzt mal für die Nacht hier noch mein Cockpit klarieren, alle Leinen mal wieder vernünftig auftüddeln, weil sowas birgt ja dann in der Nacht doch immer Gefahren, wenn da irgendwo eine Leine liegt und man da stolpert, muss ja nicht sein. Also machen wir jetzt mal schick Ordnung. Der zweite Tag auf See vergeht dann wie im Fluge und ich schaffe es sogar, etwas Schlaf nachzuholen. Und so geht es dann in die kommende Nacht auf See. Gerade beim Kaffeetrinken, da trötet hier der Alarm. Also ich habe hier so einen Master-Alarm, wo AIS aufgeschaltet ist, Radarannäherung und so weiter. Aber wollen wir doch mal schauen, was da los ist. Ja, der Annäherungsalarm stammt von der nächsten Regenfront. Da kommt ein dicker Schauer, die kann man auch immer gut auf dem Radar sehen. Und gerade nachts ist das von Vorteil, weil nachts sieht man ja dann draußen die Schauerfronten doch nicht so wie am Tage. Und da kann man sich dann schon drauf einstellen, weil in Schauern hat man ja dann häufig einen Windsprung oder er briest plötzlich auf. Und da kann man sich dann von der Segelführung schon mal vorher da Gedanken machen und entsprechend vorausschauend handeln, was ja immer gut ist. Ja, wie man hören und sehen kann, hat das Radar recht behalten. Der Schauer ist jetzt genau über uns.
Oh Mann, ich glaube, ich habe Fieber. Ich habe mich die Nacht schon gewundert. Ich hatte so mehrmals beim Schlafen so richtige Schweißausbrüche. Und jetzt auch, ich glühe richtig. Und bei den Temperaturen hier im Boot sind 18 Grad. Kann das eigentlich nicht sein? Also ich werde jetzt wohl mal das Fieberthermometer rauskramen aus meinem Medikamentenkoffer und mal messen. Wo haben wir denn das Fieberthermometer? So, Thermometer gefunden. Ich wusste doch, ich habe es hier irgendwo reingelegt. Ja, ich habe ein ganz normales mechanisches Fieberthermometer, weil meine Erfahrung ist, wenn man das alle 5 Jahre mal braucht, dann ist garantiert die Batterie alle auf dem Boot und man hat nicht die passende Ersatzbatterie dabei. Also messen wir mal ganz klassisch.